Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary auf unserem Kanal. Und ja, im Hintergrund seht ihr ein wenig Halo 5 tatsächlich. Cool, ne? Halo 5, Beta. Bam, verdammt fesch. Keine Ahnung, ich finde es immer noch ziemlich cool, sich die Gameplays anzuschauen. Das hier ist jetzt vom Quert erspielt, weil ich selber während der Halo 5 Beta leider, ich glaube, gar nichts tatsächlich aufgenommen habe. Sehr schade eigentlich. Ärgert mich sehr auch sehr. Ärgert mich sehr auch sehr. Ärgert mich auch sehr. Und ja, genau. Ist die Map, wie hieß die noch gleich? Pegasus, genau. Oh, jetzt grabt er hier das. Oh, boah, krass. Ich gucke es mir gerade auch zum ersten Mal komplett an. Ich habe mal reingeschaut, aber jetzt so. Genau, und es ist cool anzusehen. Ganz gleich, ich wollte heute mal wirklich wieder über ein Thema sprechen. Und zwar, boah, ich dachte schon, er macht den Triple Kill. Und zwar die gute alte Erwartungshaltung. Ich wollte heute mal ein bisschen über den Begriff philosophieren und einfach auch schauen, so Erwartungshaltung in Bezug vielleicht auch auf Halo 5 und andere Beispiele, die ich mir, oder ein anderes Beispiel, was ich mir da auch noch überlegt habe. Ja. Genau, ich meine, was ist überhaupt eine Erwartungshaltung? Ich meine, eine Erwartungshaltung wird ja eigentlich quasi bei allem, was nicht gänzlich spontan passiert, geprägt. Sprich, wenn wir irgendwas haben, ein Produkt, wie ein Spiel zum Beispiel oder auch ein Film, dann haben wir eine Erwartungshaltung. Ja. Warum auch immer. Weil wir vorher einen Trailer gesehen haben, weil wir den Namen, keine Ahnung, kacke finden, cool finden, was auch immer. Aus irgendeinem Grund haben wir immer eine Erwartungshaltung. Ich meine, wir können uns schon relativ weitläufig über viele Dinge heutzutage informieren, was solche Produkte jetzt angeht. Wie zum Beispiel ein Spiel oder ein Film. Ja. Durch Trailer, durch Gameplays, durch Making-ofs, was auch immer. Gibt es ja heutzutage verschiedenstes Material, was man da schon vor Erscheinung, vor Release dieses Produkts dann sehen kann. Und das prägt natürlich unsere Erwartungshaltung. Also, was wir uns von dem Produkt, dem Film, dem Spiel, dem was auch immer, letzten Endes erwarten. Also, was wir denken, was daraus wird, ob es cool wird oder ob es schlecht wird. Jetzt ist die Frage, was ist kluges Marketing in der Hinsicht auch? Ja? Natürlich ist kluges Marketing, wenn man jemanden auf das Produkt, was man raustypt, damit er es auch möglichst kauft. So, was zum Beispiel aktuell bei Halo 5 für mich zumindest in meinem Fall auch relativ gut funktioniert. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Bock auf das Spiel, was aber bei Halo 5 jetzt auch nochmal daran liegt, als die Beta verdammt cool war. Die Beta hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend, obwohl die Beta bei Halo 5 nicht unbedingt marketingmäßig war, weil oft gibt es ja auch Betas, die dann so einen Monat vor Release des Spiels erscheinen und dann so, ja gut, was wollt ihr da jetzt noch ändern? Aber die kamen jetzt tatsächlich, ja, also 9 Monate früher ungefähr. Und dementsprechend hatten die noch ein bisschen Zeit, um da jetzt einiges noch zu verändern und zu machen. Und wirklich auf das Feedback der Community einzugehen. Was natürlich gut ist. Was meine Erwartungshaltung auch weiter verändert, weil ich dann natürlich erwarte, dass auch ein bisschen was da geändert wird und auf mich gehört wird. Also so viel schon mal dazu, aber ich bin vom eigentlichen Punkt abgekommen. Nämlich, Erwartungshaltungen werden durch sämtliches vorab veröffentlichtes Material geprägt. Aber Erwartungshaltung gibt es auch bei anderen Dingen. Ich meine es nicht nur bei Produkten. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel jetzt in Urlaub fahrt, ja, und dann erwartet ihr euch ja auch was davon. Ich bin jetzt wahrscheinlich, während ihr das seht, in Thailand. Und natürlich erwarte ich mir was von meinem Monat Backpacking in Thailand. Ja, ich erwarte mir viele Dinge zu sehen, die ich vorher so noch nicht gesehen habe, weil ich noch nie in Asien war. Und ein bisschen auch anderes Lebensgefühl wahrzunehmen und einfach mal zu schauen, wie läuft das da so und wie ist die Welt halt auf dem asiatischen Kontinent, so ungefähr. Und man kennt natürlich dann auch Bilder zum Beispiel von Thailand und weiß dann so, okay, da sieht so und so aus, ja, da gibt es geile Strände und so weiter. Und wenn man aber nur diese Bilder kennt und dann am Ende stellt sich heraus, gut, es gibt auch hässliche Seiten, was natürlich klar ist, weil es ist ein Land und kein Land hat, ist nur schön, ja, dann kann man auch enttäuscht werden. Deswegen muss man da immer seine Erwartungshaltung auch selbst so ein bisschen zurückschrauben und zurechtlegen, vor allem bei sowas zum Beispiel. Ja, man kann auch, keine Ahnung, ja, banales Beispiel, man erwartet sich von einem
super Partyabend mit seinen Freunden. Das wird der legendärste Abend aller Zeiten. Und wir werden uns abschießen und alles wird super krass und keine Ahnung. Wird dann meistens nicht so, weil man sich halt einfach zu viel erwartet. Im Fall jetzt habe ich ein gutes Beispiel, was wirklich so passiert ist. Die legendärste Hausparty, auf der ich selbst jemals war und wo ich auch mit den Freunden, mit denen ich da war, auch wirklich, wo wir immer noch erzählen, dass wir es wirklich als eine der geilsten, nicht unbedingt als die geilste, aber eine der geilsten Hauspartys, die wir je erlebt haben, kennzeichnen, war einfach eine Party, zumindest für mich, wo ich, keine Ahnung, es war Freitagabend, ich hatte noch nichts vor, so. Und schreibt mich so ein Freund an, hey, hast du Bock vorbeizukommen? Und daraus hat sich dann eine sehr, sehr geile Party entwickelt. Ne? Wir waren total voll und es ist viel coole Scheiße passiert. Aber es war halt einfach so, natürlich hatte ich keine Erwartungen, weil es einfach spontan war. Und ich mich gar nicht erst darauf einstellen konnte. Und dann war es einfach so, wow, es wurde verdammt krass. Es war einfach alles perfekt, hat alles gestimmt. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt von dem Abend erwartet hätte, dass er legendär wird, dann wäre ich natürlich eher enttäuscht worden. So. Und dementsprechend macht unsere Vorab-Vorstellung von etwas, wie es denn wird, und es wird ganz, ganz toll, auch viel kaputt. Andererseits gibt es natürlich auch viele Dinge, wo wir vorher eine schlechte Erwartung haben, denken so, boah, das wird total kacke, weil uns das Material, was wir vorher gesehen haben, nicht gereicht hat oder gut genug war, oder halt auch einfach die Informationen, die wir irgendwie erhalten haben, scheiße waren. Wenn du zum Beispiel auch jemanden einfach neu kennenlernst in deinem Leben und vorher nur Schlechtes über diese Person hörst, denkst du natürlich, und am Ende stellt sich heraus, die Person ist total nett. Und dementsprechend findest du sie eben noch netter, weil es dich total überrascht, dass sie so nett ist. Ja? Und das ist dann auch so das andere Beispiel der Erwartungshaltung. Und bei Franchises wie Halo zum Beispiel, und ich möchte jetzt auch nochmal Star Wars The Force Awakens, ranziehen als Beispiel, weil das auch, finde ich, perfekt in diese Schiene passt. Die Erwartungshaltung ist sehr oft auch emotional geprägt. Ich meine, Halo ist eine Serie, die gibt es schon recht lange, genauso wie Star Wars. Star Wars gibt es sogar noch viel länger. Und die hat uns auch geprägt, ja. Und viele haben diese Spiele oder vor allem auch Star Wars als Kind kennengelernt und sind damit aufgewachsen. Und dementsprechend fanden wir es damals total cool, finden es auch heute dann immer noch cool und sind dementsprechend dann halt auch geprägt und erwarten uns dementsprechend auch recht viel. Ja, genau. Das ist dann immer so eine schwierige Sache. Also ich finde die Erwartungshaltung, man muss sich da selbst immer so ein bisschen zurückhalten. Ich meine, ich habe total Bock auf Halo 5 aktuell und auch total Bock auf Star Wars, also zumindest auf den Film. Aber ich will nicht enttäuscht werden, deswegen muss ich immer so sagen, so okay, Star ist, ich kann, darf einfach nicht davon ausgehen, dass das Geilste wird, weil sonst muss es das auch werden und kann sonst meine Erwartungen gar nicht mehr erfüllen und denen gar nicht mehr gerecht werden. Genau, danke nochmal an Quert für das Gameplay. Also, ja, genau. Ihr könnt auch immer noch Gameplays einschicken, zumindest an mich. Allerdings nur von der 360, weil ich ja festgestellt habe, dass das an der One nicht geht. Dementsprechend schickt mir einfach Nachrichten, ob ihr irgendwo in eurem Fallshare auf der 360, also in Reach, Halo 3 oder Halo 4, ein Gameplay habt. Und wenn ihr sogar selber capturen könnt, und selber einen YouTube-Channel vielleicht habt, dann könnt ihr mich auch mal gerne anschreiben. Ich bin immer offen für alles Mögliche, auch gerne Dual-Commentaries, was auch immer. Ich bin da momentan wirklich, also ich habe Bock mit euch, unserer Community, auch gerne mal was zu machen. Sehr viel mehr. Als vor allem natürlich in der Zeit, weil wir jetzt auch wieder ein bisschen aktiver sind. Genau. Also, meine Message aus diesem Video, erwartet euch nicht zu viel. Natürlich, man kann das nicht abschalten, so, man kann nicht sagen, so, ja, ich kann mir von Star Wars nichts erwarten, nein, oder von Halo 5 erwarte ich mir nichts. Aber man muss auch immer vorsichtig sein. Das war zum Beispiel, wie gesagt, ein gutes Beispiel, das finde ich auch Halo 4. Alle waren voll gehypt und haben sich mega viel erwartet und dann war es halt einfach nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Und dann waren alle mega sauer und mad. Und inzwischen ist Halo 4 ja gar nicht so schlecht. Vor allem in der Master Chief Collection, habe ich mir vom Ishma sagen lassen, ist Halo 4 eigentlich ganz fesch, weil da viele Sachen, die damals gestört haben, aka Instant Spawns etc., einfach nicht mehr vorhanden sind. Aber gut, ich rede schon wieder zu lange. Was haltet ihr von der Erwartungshaltung? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wie dealt ihr so damit? Ja, und für manche Sachen ist es auch
manchmal vielleicht besser, sich gar nicht erst zu informieren, damit man halt gar nicht so überhaupt eine Erwartungshaltung entwickelt. Genau, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.